1, 2, 3. Rettungsdienstfrage wieder raus. Wir fassen zusammen, 10 vor 10. Kein A-Problem, kein B-Problem. Ein 19 Jahre alter Mann kommt nach einem Autounfall in die Notaufnahme des evangelischen Krankenhauses in Oldenburg. Im Schockraum wird er von gut einem Dutzend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern versorgt. Auch heute ist hier wieder Hochbetrieb. So wie auf fast allen Stationen der Klinik. Die ist zu etwa 85% ausgelastet, weit über dem Bundesschnitt von 68. Während seiner Klinikrunde kommt Vorstand Alexander Poppinger auch beim Team der Notaufnahme vorbei. Hallihallo. Ich wollte mich mal erkundigen. Was hatten wir gestern so? Teilweise mussten wir Patienten auch verlegen. Ja, in andere Kliniken? Ja, haben wir gestern auch jemanden verlegt. Okay. Wir haben mehr Leistungen als im Jahr 2019 vor Corona. Und wir betreiben am evangelischen Krankenhaus Spitzenmedizin. Das heißt, alle Patienten wollen mit unseren Fachabteilungen zu uns ins evangelische Krankenhaus, sodass wir wirklich Probleme haben, die Patienten überhaupt noch aufzunehmen. Es ist nicht so, dass wir unter Patientenmangel leiden. Das heißt es. Und leider können wir aus dieser vollen Belegung, die wir haben, unsere Betriebskosten nicht decken. Station 12, die Unfallchirurgie. Eine Pflegekraft gibt Poppinger hier einen Überblick. Frau Windhorst, wie sieht es denn auch bei uns auf der Station? Sie sehen ja, da hinten sitzen Patienten, die heute nüchtern zur Aufnahme kommen, die noch kein Bett haben, die teilweise bis mittags hier sitzen müssen, sind natürlich auch teilweise sehr unzufrieden dann über die ganze Situation. Patientenstau. Viele Patienten heißt auch viel Personalbedarf und hohe Personalausgaben für die 1.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ein Kostentreiber neben der Inflation. Wir hatten im Jahr 2022 und im Jahr 2023 circa eine Inflationsrate von jeweils 8%. Im Krankenhausbereich haben wir in 2022 um 2,3% unsere Steigerung bekommen und in diesem Jahr um 4,3%. Das heißt, uns fehlen in 2 Jahren 10% Inflations- und Personalkostensteigerungsausgleich. Aus dem Bundesgesundheitsministerium heißt es, die Krankenhäuser hätten in den vergangenen Jahren bereits erhebliche Unterstützung vom Staat erhalten. Die geplante Krankenhausreform solle zusätzlich helfen. Alexander Poppinger ist überzeugt, die wird, wenn überhaupt, erst in 4 oder 5 Jahren greifen. Denn es kommt nicht mehr Geld ins System, das müssen wir schauen. Es ist also nur möglich, wenn Krankenhäuser vom Netz gehen. Nur dann können andere überleben. Und wie das Ganze ausgestaltet wird, werden wir sehen. Mit einem Minus von 5 Millionen Euro rechnet er dieses Jahr. Er will auf jeden Fall verhindern, dass seine Klinik auch die kommenden Jahre auf den Mehrkosten sitzen bleibt.